Heute zu Gast bei mir im Studio ist Bastian Kampmann, Musiker und Frontmann der Band Kasala. Basti ist verheiratet und Vater einer kleinen Tochter. Und er wohnt in Köln-Bornsfeld. Sehr schön. Lieber Basti, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, bei uns an unserem Projekt der Stadt Bestes das Positive in der Krise teilzunehmen. Deutschland erlebt zurzeit wie viele andere um uns herum einen zweiten harten Lockdown. Eine Ausnahmesituation, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr stattgefunden hat. Die Krise betrifft alle Teile der Gesellschaft in unterschiedlich harter Ausprägung. Lieber Basti, wie hast du von der Krise letztes Jahr im März erfahren? Wie war das für dich? Wie war das Erlebnis? Wie war es beruflich? Wie war es privat? Wie war das bei dir? Erzähl uns doch mal was. Wir hatten ja noch das Glück, wir sind ja auch in dieser jecken, merkwürdigen Karnevalszeit unterwegs in Köln. Und wir hatten das Glück, dass es da tatsächlich noch im Prinzip unbeschadet durchlief. Es fing ja dann hier in Deutschland erst danach an. Und ich habe es tatsächlich wirklich mitbekommen. Da war ich im Urlaub, ich war in Asien, lag spartanisch in der Hütte und erfuhr dann, dass Thailand Deutschland zum Risikogebiet erklärt hatte, was schon alleine ein merkwürdiger, absurder Moment war, weil normalerweise denkt man immer, dass sowas läuft andersrum. Und als ich dann nach Hause kam und tatsächlich dann mitten in diese Panik-Toiletten sind nicht mehr, Toilettenpapier ist weg, Verkaufssituation reinschlopperte, da war mir schon klar, hier passiert was Großes. Und na klar, als Musiker, als Kulturschaffender war man im Prinzip das Erste mit, was abgeschaltet wurde. Und wir werden wohl auch die Letzten sein, die wieder angeschaltet werden. Und das hat er natürlich dann, aber wie so viele auch erstmal, einfach dann auch vor die Wand fallen lassen und in ein bisschen in Schockstarre verfallen lassen. Wir haben dann relativ schnell versucht anzufangen, okay, wir müssen jetzt was Kreatives aus dieser Zeit machen, uns irgendwie jetzt zusammenzufinden. Aber das ist natürlich beruflich, aber so für viele Menschen eine schwierige Situation gewesen, weil man im Prinzip komplett runtergefahren hat. Privat und gesellschaftlich fehlt einem natürlich in dieser Zeit vor allen Dingen die sozialen Kontakte, die Nähe. Der Mensch ist einfach nur mal ein unglaublich soziales Tier. Und je länger das dauert, umso mehr wird einem bewusst, dass einfach selbst sowas wie ein profaner Handschlag, der, ich glaube, nie wieder wirklich wiederkommt, ich glaube, das wird man nicht mehr machen, sowas fehlt einem. Und natürlich ganz mal zu schweigen von der Nähe zu Freunden und zum größeren Verwandtenkreis. Ja, das ist genau das Thema. Ich meine, das berichten ja viele. Und Mensch, wie du sagst, ist ein soziales Tier im weiteren Sinne. Wir brauchen die Nähe, wir suchen das. Trotzdem erzählen mir sehr viele Menschen, auch die hier waren, dass sie eben nicht nur Negatives erfahren haben in der Zeit, sondern sie für sich genutzt haben. Wie war das bei dir? Gab es bei dir vielleicht positive Aspekte oder wurde dir sogar durch Dritte was Positives zuteil? Was war? Also ganz klar ein positiver Aspekt war, es wurden mir wertvolle Stunden geschenkt mit dem Allerwichtigsten im Leben, nämlich mit meiner Tochter. Man ist auf einmal dann teilweise im Lockdown, isst man selber die Kita und merkt auch erstmal, was für eine unglaublich großartige Leistung denn die ErzieherInnen in Deutschland leisten. Was das für ein Job ist, die passen auf unsere Kinder auf, sorgen dafür, dass wir die Möglichkeit haben, unserem Leben nachzugehen und geben ihnen auch noch Sachen mit für den Lebensweg. Und da habe ich auf jeden Fall nochmal gemerkt, das ist ein extrem wichtiger Beruf, der extrem beschissen bezahlt ist dafür. Das sollte einen die Gesellschaft dann doch mal überlegen, ob einem das nicht ein bisschen mehr wert ist. Aber dadurch hat man halt auf jeden Fall auch die Möglichkeit selber gehabt, viel mehr Zeit zu verbringen mit der Familie, mit dem Kind. Und das ist auf jeden Fall was, was ich positiv mitnehme. Auch wenn es natürlich irgendwie ein bisschen erzwungen war, wie so vieles in dieser Zeit, in der die Welt angehalten hat. Die Entschleunigung, die ein bisschen auch von oben einem aufgestülpt wurde. Aber es ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme und was auf jeden Fall gut getan hat. Sagt uns ein sichtlich emotional berührter Basti Kampmann. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne.